Ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine wunderbare Rezension für euch. Und dieses Buch durfte ich vorab lesen. Und heute ist der Tag, an dem es offiziell rauskommt. Heute ist Release Day, also ganz toll. Passt wunderbar jetzt mit der Rezension zusammen. So, dann möchte ich euch natürlich zeigen, um welches Buch es geht. Das Buch seht ihr hier neben mir eingeblendet und zwar von Ava Sloan. Show Me How It's Done. Dreimal verliebt in Anna. Das ist eine sogenannte Reverse Harem, deswegen gibt es ja verschiedene Konstellationen. Jetzt haben wir hier drei Männer und eine Frau. Also Anna ist in einer toxischen Beziehung gefangen gewesen. Auf einmal verlässt sie ihr Freund, räumt die ganze Wohnung aus, alles. Und sie ist am Boden zerstört und weiß nicht mehr weiter. Aber es gibt drei wunderbare Männer, die auch in dem Haus wohnen. Das ist eine Dreier-WG und die versuchen sie so ein bisschen aufzufangen, wieder ihr bisschen wieder auf die Füße zu helfen und zu sagen, hey, du bist nicht allein, wir helfen dir, wir gucken, was wir machen können. Die drei Männer haben auch ein großes Päckchen zu tragen, wie Anna, nicht nur die Beziehung, was jetzt bei Anna ist, sondern auch in der Vergangenheit sind auch einige Sachen, die sie belasten, also dunkle Schatten begleiten sie schon länger und da muss sie auch anfangen, sich den auch dann auch zu stellen, aber dazu komme ich dann noch. Also, dann kommen wir zu den drei Jungs. Also Owen ist der älteste der ganzen Reihe, ist ehemaliger Kampfpilot, hat alles verloren, was in seinem Leben wichtig war. Das belastet ihn immer noch sehr, 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 sehr arg und er hat immer noch damit zu kämpfen. Der Jacob, der wurde von seiner eigenen Familie rausgeschmissen, weil er nicht das tun sollte, was er tun muss. Er hätte ein Studium machen sollen oder Studium anfangen sollen, Jura studieren oder Arzt werden oder was einfach der ältere Bruder gemacht hat. Er wollte aber was anderes machen. Er ist dann, wie gesagt, von seiner eigenen Familie dann verstoßen worden. Und dann kommen wir noch zu dem letzten Mann, zu Roman, der auch eine sehr, sehr bewegende Vergangenheit hat. Er ist in einer sehr, sehr christlichen und strenggläubigen Religionsgemeinschaft aufgewachsen, ist dann mit 16 Jahren abgehauen und hat einfach sehr, sehr viel schlimme Dinge dort erlebt, hat auch selber viel, viel Strafen aushalten müssen und erdulden müssen. Also die drei Männer haben auch einiges an, auch ihr eigenes Päckchen zu tragen. Und zusammen versuchen sie irgendwie, weil die Männer wollen mehr als nur Freundschaft mit Anna, das merkt Anna nach und nach und alle drei versuchen sie aber nicht zu bedrängen, versuchen immer langsam sich ihr zu nähern und zu sagen, was sie, oder zu zeigen, was sie für sie empfinden. Und Anna fängt auch langsam an, sich zu öffnen, auch Dinge aus ihrer Vergangenheit zu erzählen. Sie fängt an, sich, wie gesagt, immer mehr zu öffnen und sagen, hey, ich bin doch was wert, was sie immer in der Beziehung gefragt hat, ja, wieso habe ich nicht genug getan? Was habe ich wieder falsch gemacht? Also er hat sie wirklich auch zu Dingen gezwungen, die sie eigentlich nicht machen wollte. Und das tut ihr immer noch sehr, sehr weh und sagt, wieso habe ich nicht Nein gesagt? Wieso habe ich früher, als ich Kind war, auch nicht Nein gesagt? Weil sie eigentlich jemanden ersetzen wollte, der eigentlich schon, der gar nicht mehr da ist. Und immer haben die Eltern gesagt, ja, aber deine Schwester hat das so und so gemacht. Die Schwester ist sehr, sehr jung bei ihr verstorben und die Eltern, ja, für mein Verhältnis sind auch sehr, sehr schwierig. Ist auch nicht ganz so einfach für sie und da hat sie auch einiges noch aufzuarbeiten. Also wie gesagt, eine tolle, wunderbare Geschichte, die ein sehr, sehr, also nicht nur ein wichtiges Thema, finde ich, behandelt, sondern auch mehrere Themen. Und da geht es, wie gesagt, sehr viel um Verlust, um Ängste, um einfach Sachen, die einfach in der Vergangenheit sehr belastend sind und belastend waren. Und alle vier sehen auch ein, dass sie sich in der Vergangenheit auch stellen müssen, dass sie sagen müssen, hey, ich habe meine Entscheidungen getroffen, die habe ich eben getroffen, damit muss ja derjenige auch selber damit leben, aber sie machen sich einfach immer wieder so ein bisschen selber auch ein bisschen nieder. Also bei Anna merkt man das, finde ich, schon ab und zu schon, dass sie sagt, ja, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, sie stellt sich mir, ja, habe ich nicht genug getan, wo es eigentlich ihre Schuld ist. Also ich finde, ihr Ex-Freund hat sie zu Dingen gezwungen, die sie eigentlich nicht machen wollte. Immer wieder gesagt, ja, okay, hat sich immer wieder zurückgenommen. Er hat sie auch, finde ich, auch klein gemacht und klein gehalten. Das ist auch das. Und nach merkt sie, hey, ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich will mich nicht immer rechtfertigen müssen für Entscheidungen, die ich da und da und wie treffe. Und deswegen ganz ein tolles Buch, was nicht nur, finde ich, ein ernstes Thema behandelt, sondern auch mehrere Themen, wo man sich auch mal Gedanken drüber machen sollte. Und ich war
das Buch durfte ich vorab als Rezensionsexemplar lesen und habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich es vorab lesen durfte. Heute, wie gesagt, ist der offizielle Release. Also wenn ihr das Buch lesen wollt, dann holt euch das Buch, lest es und ich kann wirklich sagen, dass es mich sehr, sehr berührt hat. Auch ein paar Sachen waren auch zum Schmunzeln. Und dann, es gibt auch lustige Momente im Buch, das wollte ich eigentlich sagen. Also wo man schon ein bisschen, wo man auch mal schmunzeln musste, das ist irgendwie das ganze Negative, sondern auch, es gehört auch das Fröhliche dazu, was auch wichtig ist in der Geschichte. Das hat die Autorin ganz, ganz gut zusammengebracht. Und natürlich auch die prickelnden und erotischen Momente können natürlich auch mit ins Buch rein. Das ist natürlich auch sehr gut verpackt gewesen in der Story. Nicht überladen oder irgendwie so, einfach schön und wunderbar beschrieben. Und die beiden Männer, die wissen, mit ihr umgehen müssen. Und sie ist auch jemand, der nach und nach dann auch wirklich sagt, was sie will und was sie nicht will. Und die zeigen ja auch, geh deinen eigenen Weg, mach einfach, egal wo es dich am Ende hinführen wird. Und alle vier müssen sich quasi am Ende ihrer dunklen Vergangenheit oder ihren Schatten oder was auch immer belastet, einfach auch stellen. Und ich kann wirklich nichts bemängeln oder irgendwie aussetzen, wo ich jetzt sagen würde, das hat mir überhaupt nicht gefallen oder es passt mir überhaupt nicht. Es ist, wie gesagt, schon ein Buch, das ein bisschen speziell ist, aber trotzdem gut in dieses Reverse Harm oder Genre oder ja, reinpasst. Also deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass ich das Buch vorab lesen durfte. Also ich kann dem Buch ganz ehrlich, ist meine Meinung, 5 von 5 Sternen geben, weil ich wirklich nichts auszusetzen habe. Mir passt alles, es ist alles so, wie sie sich das vorstellt. Und vor allem dieser, es gibt auch, soweit ich weiß, auch einen persönlichen Bezug. Deswegen ist das Buch, finde ich, auch sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht für Leute, die es auch vielleicht selber betrifft oder betroffen hat, dass es immer einen Weg raus gibt, dass es immer einen Weg gibt, sagen, hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und das, finde ich, zeigt das Buch. Und Anna hat auch entwickelt auch im Laufe der Geschichte auch eine gewisse, auch eine Stärke und auch hat auch den Mut aufzustehen und sich gegen ihren Ex-Freund auch zu behaupten, der im Buch ab und zu, sagen wir mal, also er kommt noch an der einen oder anderen Stelle auch noch vor. Also sie wird mit ihm nochmal konfrontiert, nur einmal konfrontiert, sondern auch öfter konfrontiert. Also ich kann nur sagen, 5 von 5 Sternen, nichts auszusetzen, nichts zu bemängeln, das ist aber meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ist in Ordnung. Wenn ihr Fragen zum Buch habt oder eine andere Meinung oder eine Meinung zum Buch habt, dann schreibt mir doch einfach alles unten in die Kommentare rein und dann bin ich gern bereit, mit euch dazu diskutieren. Oder wenn ihr Fragen zum Buch habt, einfach alles hier unten reinschreiben. Dann können wir da gerne drüber reden und drüber sprechen. Die Rezension zu diesem Buch findet ihr natürlich wie immer auf meiner Facebook-Seite Mary's Book Dreams. Den Link dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Und, und natürlich auch auf meiner Lovely Book-Seite findet ihr ebenfalls die Rezension dazu. Ja, das war es jetzt eigentlich schon fast von mir. Und einfach guckt euch die Rezension an, wenn ihr euch die durchlesen wollt. Wie gesagt, die Links findet ihr unten in der Infobox. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, würde mich freuen, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Den Link zu meinem Kanal findet ihr wie immer hier unten in der Infobox oder einfach hier unten rechts auf Abonnieren klicken. Dann seid ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. So, dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden, wünsche euch noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video natürlich hoffentlich hier wiedersehen und sage Servus und Baba. Ciao!